nichts leicht. Außen hart und innen ganz weich. Werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Männer haben Muskeln, sind furchtbar stark und können alles. Männer kriegen einen Herzinfarkt und Männer sind einsame Streit. Leicht sind außen hart und innen weich. Männer kriegen keine Kinder, Männer kriegen grünes Haar, weil Männer sind auch Menschen und Männer sind einfach sonderbar. Und Männer, ja, sind so verletzlich, weil Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Damen, ich freue mich, Sie zu sehen. Hallo Kumpels! Guten Abend! Wir begrüßen Sie heute zu einem ganz besonderen Abend mit einem ganz besonderen Thema. Es geht um die Krone der Schöpfung. Um den Mittelpunkt des Universums. Um das starke Geschlecht. Um den besten Freund des Menschen. Um den hellsten Stern am Firmament. Um den Nabel der Welt. Um den Mann. Also um uns. Wir möchten Ihnen, meine Damen, heute Abend die Möglichkeit geben, endlich all das zu erfahren über den Mann, was Sie schon immer wissen wollten. Wir möchten Ihnen die Augen öffnen und Ihnen Mut machen. Wir wissen, was Männer denken, wie Männer ticken und was Männer wollen. Ja! Ja, und wir werden es Ihnen hemmungslos verraten, keine Angst, meine Damen, wir werden Ihnen nicht erklären, wie es derzeit Mode ist, dass wir Männer Sklaven unserer Abstammung sind, dass wir dreckige Socken einfach liegen lassen müssen, weil wir Dinge, die kleiner sind als ein Büffel, einfach nicht wahrnehmen können. Was schon deshalb nicht stimmen kann, weil wir uns sonst nicht bemühen würden, immer kleinere Handys zu bauen. Ja, und wir werden Ihnen auch nicht erklären, dass wir ständig fremdgehen müssen, weil eine innere genetische Stimme uns sagt, verstreue deinen Samen, soweit du nur kannst. Und wir werden nicht behaupten, dass wir von einem anderen Stern kommen als Sie, meine Damen, und es sich deshalb gar nicht lohnt, Ihnen zuzuhören, weil wir Sie ohnehin nicht verstehen können. Nein, wir werden Ihnen stattdessen ein paar Tipps geben, die Sie unbedingt beherzigen sollten, falls Sie vorhaben, mit einem Mann erstmals wieder oder weiterhin ein paar vergnügliche Stunden, Ihr Wohnzimmer oder gar Ihr ganzes Leben zu teilen. Ja, und Sie, meine Herren, nennen Sie uns nicht voreilig Verräter. Es ist uns ein wirklich ehrliches Anliegen, dass auch Sie in Zukunft mehr Verständnis erfahren. Wir möchten Ihnen, meine Herren, heute Abend die Möglichkeit geben, endlich all das zu erfahren über den Mann, was Sie schon immer verdrängt haben. Wir möchten auch Ihnen Mut machen und Ihnen die Augen öffnen. Ja, und die Herren unter Ihnen, die es vorziehen, die wichtigsten Aspekte Ihres Lebens ausschließlich mit Männern zu teilen, für die gilt, hören Sie doppelt gut zu, denn Sie haben nicht nur das gleiche Problem, Sie sind es auch.
Sie sind also sozusagen doppelt betroffen. Ja, und die Damen unter Ihnen, die Frauen für die wichtigsten Dinge Ihres Lebens bevorzugen, für die gilt, lehnen Sie sich entspannt zurück, genießen Sie einen schönen Abend und seien Sie froh, dass es Probleme gibt, die Sie nicht haben. Die Männer sind alle Verbrecher, ihr Herz ist ein finsteres Loch, hat tausend verschiedene Gemächer, aber lieb, seht sie doch. Die Männer sind alle Verbrecher, ihr Herz ist ein finsteres Loch, hat tausend verschiedene Gemächer, aber lieb, seht sie doch. Das Männchen legt sich eins, zwei, drei, ein Liedchen bei, vielleicht auch zwei, trinkt Sekt im Separé. Du trinkst zu Hause Tee und fährst du nicht meist richtig drein, hielt er sich ein, es müsst so sein. Und kommst du mal in Wut, sagt er, sei wieder gut. So wird man immer wieder schwach, es kommt ja doch nichts Besseres nach. Micha, willst du ein Bier? Nein, danke, Micky. Du weißt, dass ich sowas nicht trinke. Entschuldigung, hätte ja sein können. Wolfgang, willst du eins? Oh ja, gerne. Dann nimm doch wenigstens ein Gläser. Bitte, gerne. Oh ja, sehr aufmerksam. Die Männer sind alle Verbrecher. Ihr Herz ist ein finsteres Loch. Hat tausend verschiedene Gemächer. Aber lieb, sind sie doch. Ja, tatsächlich ist der Mann eine Spezies mit ganz erstaunlichen Fähigkeiten. Wir Männer verfügen über eine Vielzahl überaus bemerkenswerter Eigenschaften. So ein Mann, was so ein Mann doch alles kann. Dieser Wuchs, diese Kraft und auch diese Leidenschaft. So ein Mann, immer lässig, nie nervös, ist doch phänomenal. Bitte seien Sie mir nicht bös. Ja, was so ein Mann alles kann. Ja, wir Männer sind die einzige Spezies, bei der die Ausnahme die Regel ist. Doch ehrlich, wussten Sie das nicht? Männer im Allgemeinen sind laut, rücksichtslos und gewalttätig. Aber der einzelne Mann ist ganz anders. Der einzelne Mann ist liebevoll, fürsorglich und sanftmütig. Männer sind auch immer im besten Alter, ein biologisches Wunder. Ja, Männer kommen immer dann in die besten Jahre, wenn ihnen auffällt, dass ihre Schulfreunde bereits die Haare verlieren. Und Männer sehen immer gut aus. Naja, jedenfalls gut genug, um jede Frau einfach so von der Seite anzuquatschen. Sie kennen das natürlich, meine Damen. Sie nicht, meine Herren, denn wir sind ja Ausnahmen. Und zum Anquatschen, da ist wirklich kein Spruch zu blöd. How do you do? Aha, bleib nicht allein, na 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 na. Komm, geh mit mir, ich schenke dir, na 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 na, mein Herz dafür. Und was du willst, na 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 na, du bist bei mir nie mehr allein, na 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 na, du wirst immer glücklich sein. How do you do? Aha. Mit ihren Schwestern. Man hat sie leider nachts gesehen. Verstehen Sie?
schon Sachen. Sie brauchen gar nicht so zu lachen, mit solchen Schwestern auszugehen. Das dürfen sie nie wieder. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Nee, liebe Frau, das sind schon Sachen. Are you lonesome tonight? Sie brauchen gar nicht so zu lachen. Do you miss me tonight? Ah. So wunderbaren Angeboten kommt man natürlich ins Grübeln, meine Damen. Wir wissen das wohl. Ja, kein Wunder, dass Sie da immer wieder drauf reinfallen. Schenkt einer Frau noch hin und wieder rote Rose. Vorurteil Nummer zwei: Männer träumen davon, in den Armen einer wunderschönen Frau beim Orgasmus zu sterben. Falsch. Männer träumen davon, im Baumarkt mit einer herrlichen Schlagbohrmaschine im Arm zu sterben. Haben Sie jemals das Glitzern in den Augen eines Mannes gesehen, wenn er sich mit seinesgleichen über Bohraufsätze, Gewindeschrauben, Sägeblätter unterhält? Männer lieben Maschinen und Männer sind im Grunde ihres Herzens Konstrukteure. Und Männer haben Hobbys. Ja, Frauen haben keine Hobbys, Frauen haben Männer. Ja, für die artgerechte Haltung des Mannes ist übrigens ein Hobbyraum im Keller unabdingbar, denn dorthin wird er sich zurückziehen, wenn er vor seiner Innenwelt die Flucht ergreift. Dort wird er zum Schöpfer, zum Erbauer einer eigenen, sorgsam konstruierten Welt. This is a man's world. This is a man's world. Dies ist eine Welt der Männer. And it would be nothing. Nothing. Aber sie wäre nichts. Without a hammer or nail. Ohne Hammer und Nagel. You see, men make the cars. Männer haben die Autos gebaut. Take us over the road, yeah. Männer haben die Eisenbahn gebaut. To carry heavy loads, yeah.
Damen und Herren, es gibt Menschen, also Männer, die behaupten, also wenn sie konkurrieren, wenn es darum geht, wer jetzt den, also wer jetzt den, also Männer, die jetzt vergleichen und konkurrieren, wenn es darum geht. Micky, mach du doch mal. Auf einmal, ja? Also gut, was er meint, ist, dass Männer ihre Schwanzlänge vergleichen. Also so hätte ich es auch gekonnt. Eben nicht. Eben nicht. Nein, es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass Männer zum Beispiel am Pissoir, kommt doch mal gerade her, also dass sie da so ihre Vergleiche anstellen. Meiner ist größer. Meiner ist größer. Meiner ist kleiner. Es ist uns in einer mühevollen und langwierigen Forschungsarbeit gelungen, herauszufinden, was Männer in einer solchen Situation wirklich denken. Rauschendes Bächlein, so silbern und hell, weißt du, Geliebten, so munter und schnell. Ach, trautes Bächlein, mein Bote bist du, bringe die Grüße des Fernen ihr zu. All ihre Blumen im Garten gepflegt, die sie so lieblich am Busen trägt, all ihre Rosen in purpurne Glut, Bächlein erquicke in kühlender Flut. All ihre Rosen in purpurne Glut, Bächlein erquicke in kühlender Flut. Auch das, meine Damen, war mal wieder ein Beispiel dafür, dass Sie gar nicht wissen möchten, was die Herren der Schöpfung alles so denken. Im Übrigen, meine Damen, sollten Sie sich an den Gedanken gewöhnen, wenn Sie Ihren Mann fragen, Liebling, was denkst du? Und er antwortet, nichts. Er sagt vermutlich die Wahrheit. Zumindest sollten Sie nicht allzu genau nachfragen. Er könnte es Ihnen erzählen. Du bist so komisch anzusehen. Denkst du vielleicht, ich finde das schön, wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir nur auf die Nerven gehst? Ich trinke schon die halbe Nacht und hab mir dadurch Mut gemacht, um dir heute endlich zu gestehen, ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Mit deiner schlampigen Figur gehst du mir gegen die Natur. Mir fällt bei dir nichts anderes ein, als Tag und Nacht nur brav zu sein. Seit Wochen leb ich neben dir und fühle gar nichts neben mir. Nur dein Geschwätz so leer und dumm, ich habe Angst, du bringst mich um. Ja, früher warst du lieb und schön. Du lässt dich bewegen, du lässt dich gehen. Du bildest dir doch wohl nicht ein, du könntest reizvoll für mich sein. Mit deinen unbedeckten Knien, wenn deine Strümpfe Wasser ziehen. Du läufst im Morgenrock herum, ziehst dich zum Essen nicht mal um. Dein Haar, da baumeln kreuz und quer die Locken wickler hin und her und schiefe Hacken obendrein, wie fiel ich nur auf sowas rein. Vor meinen Freunden gibst du an und stellst mich hin als Hampelmann. Das bringt mich nachts sogar im Traum, im tiefen Schlaf noch auf dem Baum. Ich hab gedacht, du hast mich lieb, als ich für immer bei dir blieb. Wenn du nur still wärst, das wär schön. Du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Bei Tag und Nacht denk ich daran, ob das nicht anders werden kann. Du bist doch schließlich meine Frau, doch werde ich nicht mehr aus dir schlau. Zeig mir doch, dass du mich noch liebst, wenn du dir etwas Mühe gibst. Mit einem kleinen Lächeln nur,
tu auch was für die Figur, dann hätte ich wieder neuen Mut und alles würde wieder gut. Sei doch ein bisschen nett zu mir, damit ich dich nicht ganz verliere. Denk an die schöne Zeit zurück, die Liebe auf den ersten Blick, wie ich am Abend zu dir kam und dich in meine Arme nahm. In meinem Herzen, das wär schön, da lass dich gehen, da lass dich gehen. Nehmen Sie das nicht persönlich. Ihnen mangelt es bei weitem nicht so an Attraktivität wie dem Großteil der Männerwelt. Kennen Sie das? Sie sehen ein Paar, eine tolle Frau, charmant, selbstbewusst, hübsch. Und daneben... Seine Seite zu holen ist ein Risiko. Sich einen Mann sozusagen zuzulegen, ist wie der Erwerb eines Autos ohne Garantie. Aber Miki, du kannst uns Männer doch nicht mit Autos vergleichen. Warum nicht? Ich meine, so ein Auto und ein Mann ist Liebe fürs Leben. Aber wir Männer sind doch keine Blechmaschinen. Ja, Frauen doch eigentlich auch nicht. Und trotzdem vergleichen wir sie ganz gern mal mit einem flotten Flitzer. Wisst ihr noch, der blonde Ferrari neulich... Das ist doch eine Beleidigung, Miki. Micha, seit wann ist es eine Beleidigung, jemand mit seinem besten Freund zu vergleichen? Ich bleib dabei, sich einen Mann zuzulegen, ist wie der Erwerb eines Autos ohne Garantie, Sie können es nicht zurückgeben. Miki, es geht hier um Romantik. Zu viele von Ihnen glauben immer noch und handeln auch so, als seien Sie die Erwählten. Falsch, meine Damen. Sie sind doch diejenigen, die auswählen. Ich meine, es würde Ihnen doch nicht im Traum einfallen, sich ein Auto zuzulegen, das per Zufall in Ihre Einfahrt rollt, oder? Miki, es geht hier um Liebe, um Romantik. Ja, Micha, es hat ja auch gar nichts mit Unromantik zu tun. Weißt du, ich meine, Romantik ist was sehr Schönes, aber zugleich eine unkluge Art, sich einen Mann für mehr als eine Nacht auszusuchen. Ich meine, genauso dämlich wäre es, sich ein Auto im betrunkenen Zustand zu kaufen. Sie können Glück haben, meine Damen, und das perfekte Modell erwischen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Riesenfehler machen, ist doch sehr groß. Romantik. Micha, Männer und Autos müssen bestimmte Grundmerkmale haben, um sich als brauchbar zu erweisen. Wenn Sie Ihr Modell jetzt nur nach dem äußeren Design auswählen, meine Damen, laufen Sie Gefahr, dass der Motor fehlt. Allerdings sollten manche Männer mitunter auch den Warnhinweis tragen: Achtung, was Sie sehen, bekommen Sie auch. Romantik, Miki, sagt dir das denn gar nichts? Verliebt sein, Herzklopfen, stille Szenen, Küsse unterm Sternenhimmel. Nee, Micha, romantisch sein ist eben keine der natürlichen Eigenschaften des Mannes. Wer sagt das denn? Ich. Außerdem gibt es auch ein paar Dinge, die der Mann nicht kann. Kann man nicht mehr zugeben, oder? Aber was wären das denn für Dinge, die der Mann nicht kann? Treu sein. Ach so, ich dachte schon was Wichtiges.
Mit der Treue, das ist so eine Sache. Natürlich wünscht sich jede Ehefrau, dass ihr eigener Mann treu ist. Aber welche Frau, die einen verheirateten, attraktiven Mann kennenlernt, hält seine Treue für eine Tugend? Ja, es kommt eben immer auf den Standpunkt an. Ich habe neulich erst gelesen, dass 80% aller Frauen mit ihren Männern unzufrieden sind. Während 93% aller Männer schätzen, dass ihre Frauen mit ihnen sehr zufrieden sind. Tja, und ganz im Ernst, so manche Tugend, die Frau von uns Männern fordert, würde Ihnen, meine Damen, wenn wir sie erst hätten, gar nicht so viel Freude bereiten. Stellen Sie sich bloß mal vor, wir Männer wären plötzlich ehrlich. Oh, wie blöd wäre das denn? Das ist eine schauerliche Vorstellung. Ja, dann würde zum Beispiel ein Heiratsantrag ungefähr so klingen. Geliebte, möchtest du von jetzt an all deine eigenen Karrierepläne hintanstellen, mich in allen meinen Belangen unterstützen, ohne nennenswerten Dank dafür zu erhalten, meine Kinder erziehen, unbezahlt meinen Haushalt führen, mich bei allen meinen Wehwehchen pflegen und unbeachtet vor dich hinaltern, bis ich schließlich zu einer Jüngeren gehe und dich mit einem erbärmlichen Rentenanspruch zurücklasse? Ja, ist es das? Miki, es gibt aber auch Männer, die sind ganz anders. Ach. Ja, Moment, ich dachte, wir Männer sind alle gleich. Ja, schon, aber manche von uns mehr als die anderen. Ja. Männer, 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 Mann! Ja, das Studium der Männer ist schwer. Nimmt uns selber, verteufelt auch her. Nie versteht man Geheimnis und Bann von dem Mann, 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 Mann. Gibt ein Zartbacker Fahrt auf kein Haar. Meist erscheint uns höchst sonderbar. Ob er krumm oder nicht, ob ein Fliegengewicht, ist egal, man versteht ihn nicht. Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht. Ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Rum hier, da so einmal noch. Da küss ich doch, da küss ich doch. Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht. Ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Rum werde ich nicht.